Anscha, nenne bitte zwei Primzahlen. Prim? Ja. Primäre Zahlen? Ja. Egg und Egg. Das ist eine super Pointe, die ich nicht verstehe. Jetzt kommt auf jeden Fall der Boss und der Anscha spielt. Und ich bin der Tamato. Und hier ist auch schon im Egg. Er schlüpft aus einem Egg aus. Er schaut aus wie ein Egg. Und er hat eine Krone auf. Was Pandi, machst denn du? Pandi, was machst du? Keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich glaube, der ist ein bisschen weich in der Birne. Er rennt jetzt nämlich seitwärts. Das ist so. Ich kann kein Rollen, also kein Revolver da und kein Stange schießen mehr. Aber dafür kann ich hier runterspringen. Das ist das total Besondere an den Level. Man kann seitwärts rennen. Man kann nur seitwärts rennen. Und das sind die Kinder. Wir hatten ja im vorigen Level die mittelgroßen. Hier haben wir die Babys und Egeg ist der König anscheinend. Wir hatten die mittelgroßen. Ja, die immer Haya gesagt haben im letzten Level. Ach so, das waren auch solche. Ja, sicher. Und das sind die Babys. Und der Egeg ist der König. Ist der Boss. Der ist ja schon der Boss. Ist nicht der Boss, der ist der King. Der Boss. Also fassen wir nochmal zusammen wegen diesen... Das ist ein lustiger Gegner. Der zeigt ihm an. Okay, wenn er so herumtut, was kommt dann? Weiß ich nicht. Ich glaube, du musst dich ducken. Achso, muss ich mich ducken. Geht schon los. Ist gut. Und wenn jetzt musst du springen. Muss ich springen. Genau. Ah, das war zu spät. Aber ich... Wenn er so rülpst, dann musst du springen. Ach, ja, ich weiß, was man muss. Und jetzt dreht er sich um und dann kann ich ihm... Dann kannst du ihm essen. Hinten. Schau, und er hat ein Spiegelei drinnen hinten. Das habe ich nie verstanden als Kind. Ist das wirklich ein Spiegelei? Ja, was denn sonst? Na, was denn sonst? Ich weiß nicht. Jetzt keinen Fehler machen. Ich weiß. Ich weiß, ja, ich ja, weiß, ja. Was ich zu tun. Oh, das ist immer ganz gemein. Das ist eigentlich einer der einfachsten Bossgegner, die ich je in einem Videospiel... Ja, weil er zeigt uns immer, was er macht. Aber ich habe mal lernen müssen, was ist. Jetzt weiß ich's. Die Bossgegner im Pandemonium 2 sind irgendwie nichts im Vergleich zu denen aus dem ersten Teil. Nein, würde ich so auch nicht sagen. Der Honshu aus dem ersten Teil. Da muss ich mich einfach ducken, das ist ganz einfach. Aus Pandemonium 1. Da muss ich mich auch ducken. Jetzt sei mal ruhig. Der... Ja, das ist total leicht. Der... Wie hieß der? Der Goon Honshu. Aus Pandemonium 1, der war ja auch total einfach. Also es haben... Der Goon-Honcho, den habe ich besiegt übrigens. Ja. Aber außerdem waren alle schwer. Im ersten. Halbwegs schwer. Na, die Wishing Engine, die war super. Die habe ich besiegt übrigens auch. Also. Was? Ich höre nichts. Leise oder? Ich habe die Wishing Engine. Schau, du lenkst mich ab. Ja, du, schau, weißt du, wie du redest so? Was? Ich habe... Ja, glaubst du, so macht man ein Let's Play? Nein! Man muss sich reinsteigern, wie was das Zeug hält. So funktioniert eine LP. Verstehst du das? Ja, das verstehe ich eher. Nein, das ist super. Ich wollte nur sagen, dass ich im Pandi 1 den Endgegner besiegt habe. Hm, das habe ich geschafft. Da bin ich stolz, aber ich... Aber Klatsch! Aber ich habe in Blaster Master den Endgegner besiegt. Das interessiert mich ja nicht. Und ich habe in Tombi den Endgegner besiegt. Sehr gut. Und ich habe in Battle Kid den Endgegner besiegt. Battle Kid? Wirklich? Ja. Okay. Okay. Ist okay. Nein, was ich machen wollte, ich wollte mal so ein bisschen die Story zusammenfassen. Mach das, oder Boss ist eh fahrt. Okay. Wir gingen von der Goon City aus weiter auf dem Weg zum Labor der bösen Königin Sorsha durch das ewige Eis und landeten schließlich im Labor, wer hätte es gedacht. Und dann kletterten wir das Labor hoch ans Dach und da war eine Rakete bereitgestellt, und zwar Yuri Gagarins Raumkapsel. Und mit der flogen wir dann auf den Kometen irgendwo in die abtrünnigen Gärten eines gewissen Stan Sinman, welchen wir dann zur Strecke brachten. Dieser hatte aber unter seinem Haus eine Lavahöhle, in die wir dann reingingen. Aus dieser flüchteten wir dann in den Wald. Und vom Wald kamen wir dann in den Tempel von Nori, der über dem Wald liegt, wohlgemerkt. Und das ist jetzt hier ja irgendwo in einem Königspalast vom Tempel von Nori. Hier sind wir jetzt. Ja, immer wieder zusammenfassen, um das Gedächtnis zu erfrischen. Und das ist der Egg, der König der Nori. Das ist der König der Nori. Wir hatten... Wirklich der Nori? Die heißen Nori? Echt? Ja, nennen wir sie Nori. Nennen sie wir einfach das Nori, das Spiel erklärt ja nichts. Das ist das Lustige, man kann sich alles selbst zusammendichten. Das ist Pandi. Und du brauchst ewig lang und hat 3 Attacken, das ist total fad mit dem. Ich weiß, es tut mir leid, Angel. Ich glaube nicht, dass du ihn so treffen kannst.
Aber ich will dir nichts sagen. Und das Blöde ist, glaub, zwei Attacken muss man nicht ducken, für eine springen. Das ist ja total dämlich, oder? Es wäre toll, wenn ich so mit der Hand so drauf klatschen würde auf die linke Seite der Platte und auf die rechte Seite der Platte. Ja, vorstellen können wir uns vieles, aber der macht das ja nicht. Ja, leider. Diese Ringeffekte oder was ist das? Er ist kein guter König. Sind cool, ja. Ich wollte nur sagen... Ach, du lenkst mich wieder ab mit deinem Sarg. Aber sag. Okay. Welche Spezien gibt's denn hier? Wir hatten bis jetzt nur eigentlich die Nori und einen abtrünnigen Skeletttyp namens Dan Thin Man. Und die Goons. Die leben aber nicht auf dem Planeten. Ja, eh nicht. Ja, bravo. Ja, aber ich meine, wer lebt auf dem Planeten? Wow, der rammt sich welche da voll rein. Auf der Erde leben Goons, Menschen und wir wissen, was auf der Erde auf ist. Auf Lyra ist nicht die Erde, das ist Lyra. Ah, das ist Lyra, okay. Oh mein Gott. Hab ich ihn getötet. Das seine Augen leid. Leuchten. Oh, das ist jetzt brutal, das weiß ich noch. Schau, wie jetzt explodiert, das ist unglaublich. Gar nicht so genau, sondern so. Jetzt bist du der King. Jetzt bist du der King der Nori. Wirklich? Hab ich's geschafft? Ich glaube schon. Ja. Achso, war das ein böser König eigentlich? Haben die Nori ja, gar nicht wollen. Ich denk mal. Komm, dich über. Das heißt, du bist jetzt dran. Oh nein, ich gehe noch durchs Portal, will ich ein bisschen. Okay, kriegen, okay? Jetzt kommt sozusagen das dritte Chapter. Chapter ja, genau. 3. Achtung, geht's los? Ja. Jetzt gehen wir nämlich unter die Oberfläche des Kometen. Das habe ich im Internet schon mal gelesen, auf Pandemonium Wiki. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Oh ja, das stimmt. Wo wir nämlich waren, das war die Oberfläche des Kometen. Ja. Also ganz am Anfang Erde, Oberfläche des Kometen und jetzt nein, unter der Oberfläche. Das hast du falsch interpretiert. Jetzt geh einfach durch. Okay. Wow! Nein, jetzt kommen wir. Schau, es gibt, mein Headcanon nach, gibt es zwei Zivilisationen. Die Nori. Und jetzt kommen die, die Nori sind so die eher primitiven. Und jetzt kommen so die Maschinellen. Jetzt kommen so die Bauarbeiter, jetzt kommen die Zivilisierten. Okay, also das heißt, du bist jetzt dran, aber ja. Zuerst machen wir mal eine Pause, oder? Schon wieder? Nein, ein geht Level. Sich ja noch aus. Ja, okay, da. Wir können ja auch mitten im Level Pause machen, da spricht dir überhaupt nichts dagegen. Ja. Okay. Huevnos Libratet, was heißt denn das? Libertad. Und das war es in meiner Kindheit, war das mein Lieblingslevel, das muss ich sagen. Aber jetzt finde ich Temple of Nori irgendwie schöner. Aber früher immer das mein absoluter Lieblingslevel. Und es hat auch einen bestimmten Grund, das werdet ihr sehen. Da gibt es nämlich eine Stelle in dem Level, da habe ich als Kind stundenlang verbracht. Ach Gott! Ach, du hättest reinrennen. Du hast das versaut. Ach, da gibt's da gibt es einen Glitch. Wenn man gleich zurückrennt, kann man da reinrennen. Aber da ist nichts drinnen, leider. Da ist man dann gefangen. Man kann ja einfach wieder raus. Ich glaube, man kann dann einfach kann wieder raus durch die Wand, aber ist toll. Ich habe das so gelesen. Man ist jetzt. Das ist nicht die. Man ist jetzt unter der Erde. Das kommt. Nichts spoilern, aber man ist noch nicht unter der Erde. Also, jetzt habe ich es gespoilert. Ja sicher, sie wollen ja zum Zentrum des Kometen. Und schau dir das an. Das wollen sie von Anfang an, das ja. Wissen sie doch, oder? Ja, also, schau dir das an, die Nori sind gefangen von der anderen Seite der Zivilisation auf diesem Planeten, nämlich die... Das ist kein Planet, das ist ein Komet. Komet, ja, aber da leben Leute, die Nori und die anderen, die Bauarbeitertypen. Und die Bauarbeitertypen fangen die Nori, es herrscht anscheinend Krieg, ja. Headcanon ganz ausgefrachtet. Befreien Sie. Wir müssen die Nori befreien, wir unterstützen sie jetzt. Wir haben den König gestürzt, jetzt sind wir die Könige und jetzt müssen wir sie töten. Die befreien. Und die anderen töten. Wir kämpfen jetzt auf der Seite der Nori. Ja, wir sind jetzt der Nori-König. Oder nein, warte mal. Wir haben den bösen Egg gestürzt, jetzt sind wir der Herrscher der Nori. Oder es könnte ja auch sein, dass eigentlich Zorsha die Zivilisation hier anführt und gebaut hat und so. Das könnte auch sein. Ich glaube, so ist es. Neuer Headcanon. Okay, und jetzt runter mit dir. Aber schau, wir sind noch nicht unter der Erde. Schau, ist das nicht ein Sternenhimmel? Ist das nicht ein Sternenhimmel? Okay, gut. Wir sind jetzt so in den Bergen, so. Hier ein kleines Secret. Ganz zufällig gefunden. Weißt du, was ich gefunden habe? Hau. Die sind so lieb. Die schauen aus wie Kirby ein bisschen. Kirby ist da. Kirby ist da. Und hier sind die Hunde. Die Hunde, die sind ganz böse. Die Wachhunde. Hab ich auch mal Angst gehabt. Hier wird schon ein bisschen verrückt. Ja, wir haben euch gesagt, das Spiel wird von Level zu Level verrückter. Jetzt sind da schon irgendwie Blumen, die herumtanzen. Aber das ist noch okay. Das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was später folgen wird. Ja. Da ist schon ein Bauarbeiter. Die Fischmenschen. Ja, das sind die Bauarbeiter, genau. Autsch. Mit der Pickaxe. Jetzt hat er mich irgendwie da runtergehaut. Aha! Stirb doch. Oje, so. Oje, dein Leben. Die halten wenigstens nur einen Treffer aus. Hier gibt's auch ein Secret. Ich hoffe, dass ich hier nicht verrecke. Was ist das bitte für ein Liquid da am Boden? Das ist Säure. Warum hat der zwei Schichten? Gute Frage. Weil die
So wie Öl und Wasser. Ja, genau. Ja, ah, da sind welche. Und wir müssen auch alle befreien. Also wir müssen nicht, aber wir kriegen was, wenn wir alle befreien. Was kriegen wir denn? Ja, das sage ich dir noch nicht. Ich bin gespannt. Nein. Autsch. Ah. Ja, die rennen noch ganz in die Wand rein, diese Halunken. Die sind nett. Diese Halunken. Die holen dich ab. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht sterbe. Wow. Ich glaube aber, dass du sterben wirst. Die Hoffnung stirbt zuletzt, mein Freund. Nein! Ach, ich habe noch ein Leben. Was macht's hier? Das war ja total unfair. Schau, die halten mich fest. Die haben mich festgehalten. Ja, du hast es wieder versaut. Glaub daran, du wirst es wieder schaffen. Darfst du alle nochmal retten? Das ist irgendwie komisch. Warum muss ich bitte alle nochmal retten? Aber das Leben kriegst du nicht mehr. Das ist unfair. Ja, weil die wieder eingesperrt wurden. Ich muss jetzt keine No-Death dran machen durch die Levels hier, um wirklich alle zu retten. Hä, warte, hier unten sind. Achso, da komme ich. Ah! Renn nicht gegen den Fisch. Renn selbst nicht gegen Fische. Hm? Ein No-Death Run könnte das sein. Das schaffe ich sicher nicht. Ja, viel Glück, viel Greg. Aber ich glaub's eh nicht. Ach, blöder Doppelsprung. Schau, kannst froh sein mit deinem Nullersprung. Einfach. Da muss ich eine Geschichte erzählen, aus dem Real Life einmal. Wir haben einen Trampolinengarten. Ah, jetzt ist es zugefallen. Wir haben einen Trampolinengarten. Schau, hier hinten ist schon die Fabrik, da ist es. Wow, das sieht... Das ist Rupture Farms. Ja. Dies ist Rupture Farms. Und wir haben einen Trampolin im Garten. Jetzt sind wir im Haus drin, juhu. Das ist so cool, das Haus. Das ist mein Lieblingshaus. Dieses Haus ist meine Kindheit. Man kann es nicht anders sagen. In diesem Haus habe ich so viel Zeit verbracht als Kind. Das ist unglaublich. Und zwar nur wegen diesen Dingern hier. Wegen diesen Trampolinen. Ab geht die Post. Sind ja auch Trampolins. Und wow, ja. Wow, da geht's los. Da habt ihr meine Kindheit. Ja, das war meine Kindheit. Ha, geschafft. Geschafft, aber als Kind, nein. Ich hatte noch nicht genug. Ich bin da wirklich stundenlang herumgebounced. Ja, oben geht's halt weiter. Kannst du Fische raufladen? Hier gibt's ein kleines... Wow, mein Controller ist kaputt. Genau, ja, das ist ein kleiner Glitch. Ja. Wirklich, nein, es ist ein Glitch. Man rennt irgendwie dann nur noch in eine Richtung. Man kann sich dann nicht mehr kontrollieren, wenn man da zu viel bounced. Stimmt, ich erinnere mich wieder daran, ja. Irgendwas. Ja. Aber da geht's dann weiter und oben weiter. Ja, aber unten glaube ich nicht, dass es wirklich weiter geht. Schauen wir mal. Ja, aber vielleicht kannst du nicht mehr zurück. Ich kann zurück. Da ist... Nein, da geht's nicht weiter. Da oben wäre es. Das ist ein... Ah, jetzt schau mal ruhig. Ja, oben gehen wir jetzt lang. Okay. Ah. Okay, Entschuldigung. Manchmal ist es immer so... Manchmal ist es immer so tote Hose, wollte ich jetzt sagen. Ja. Ja. Ah, jetzt hast du alles eingesammelt. Ja, leider. Nein, noch nicht alles. Man kann so ganz hoch bouncen, wenn man Glück hat. Weil Skill ist hier nicht im Spiel. Und da ist so ein Leben oben. Hol das. Will ich. Da ist es, ich hab's gesehen. Aber ich hole mir das jetzt Fischen, nicht. Fischen. Zack, aufgeladen. Ich brauch das Leben. Mir ist egal, was du brauchst. Aber The Rock geht kochen. Guten Appetit. Dankeschön. Wow, jetzt kommen wir hoch. Aber nicht zum Leben. Hast du gerade ein Hoch? Erhalten. Was sind das für Dinger? Das sind Quallen. Baby-Neko-Tacos. Quallen, das sind keine Neko-Tacos. Das sind Baby-Neko-Tacos in meinen Büchern. Oh, da sind ja noch welche. Schau, wir müssen wirklich alle retten, sonst... Sonst wird das nichts. Sonst hat es am Ende keinen Sinn. Ich hoffe, du weißt, wo alle sind. Ich weiß das nicht. Ich hoffe, ich weiß, wo alle sind, genau. Ja. Hier rein. Hier ist, glaube ich, ein Hund. Lade den Hund auf. Ah ja, wirklich. Von hier oben. Oh, sehr gut. Hä? Gewusst, wie es geht. Oh, der Hund will nicht. Oh, jetzt. Schau, da gibt das Leben. Ein kleines Feature aus Pandemonium 2, was es im ersten Teil auch noch nicht gab, ist, dass die Gegner dir Leben geben, wenn du sie tötest. Also manche Gegnertypen, nicht alle. Die Hunde zum Beispiel. Die Hunde, die geben gleich 3 Leben. Wow. Das ist großzügig. Wow. Das ist jetzt ein bisschen... Schwierig? Nein. Doch. Nein. Das muss ja nervig sein, alle Münzen zu sammeln. Ja, aber das wollen wir ja gar nicht. Nein. Da kriegt man nur die Bonus. Und die Bonus. Why? Weg ist es. Kann ich hier? Ich glaube nicht, dass man dich hier rauf. Ah, okay, jetzt schnell. Ja, jetzt sind wir wieder hier, juhu. Jetzt geht's gleich weiter. Das war sowas von mein Lieblingslevel. Juhu! Geschafft. Okay, machen wir jetzt ein Part. Stopp. Ein Part, Stopp, warte an einer schönen Stelle.
Nein, das hier wäre die drinnen. schönste Stelle da drinnen. Kann ich irgendwie so glitschen, warte ich. Nein, ich glaube nicht. Das ist die schönste Stelle, wow. Schaut das schön aus, das Haus. Ist nur aus Flicken zusammengenäht. So ein Haus will ich haben. Das war immer der größte Traum meiner Kindheit. Dieses Haus zu besitzen. Naja, Wiederschauen reingehauen. Tschüssikowski, Blaschnikowski. Und ciao mit C. Gelaufen. Bye bye boo.